Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe einen Massagegang zur Verfügung gestellt bekommen von Massagegang, Ben Relax, Ben Haley. Von Trotronix. So heißt die Firma. Die liegt hier schon eine ganze Weile rum. Bin noch nicht dazu gekommen. Und das machen wir jetzt einfach. Da wechsle ich jetzt auch nicht in die Unboxing-Ansicht, weil da wird garantiert auch wieder nur eine Tasche drin sein. Und dann sage ich ja. Und dann kann ich das nämlich hier schräg machen und dann seht ihr das so ja besser als in der Unboxing-Ansicht. So, und zwar machen wir das dann so rum. Die Rumlarum Löffelstiel. So. Wir haben hier eine schöne schwarze Tasche. So. Hier ist noch der Firmenname mit Tragegurt, also Tragegriff. Und die machen wir jetzt einfach mal auf. Und gucken, was da so Schönes drin ist. So, was haben wir hier oben? Ach so, nur so ein Entfeuchtungszeug. Hier ist dann auch nochmal so ein, das könnt ihr rausnehmen. Das ist nur, dass es ein bisschen stabiler ist. Hier haben wir dann eine Anleitung. Die brauchen wir auch nicht. Wir wissen ja, wie funktioniert alles. Und uns geht es ja darum, was für Zubehör ist mit bei? Und wie sind verpackt? Ah, hier haben wir ein bisschen was anderes. Zum Laden haben wir hier einen richtigen Stecker. Also nicht so ein Wandadapter oder so. Richtig so komplett alles fertig mit Stecker. Das ist, weiß ich nicht, kann man positiv oder negativ finden, je nachdem. Ich weiß, wenn ich es positiv finde, dann finden einige von euch das wieder negativ. Wenn ich es negativ finde, finden einige von euch positiv. Also man kann es sowieso nie allen recht machen. So, dann haben wir hier ein großzügiges, breites Ding mit bei. Sieht aus wie so ein Schaber. Ach, hier haben wir denn das mit bei. Das kennen wir schon von den anderen Geräten. Aber hier fühlt es ein bisschen weiter auseinander. Und die fassen sich. Also ich will die Firma jetzt nicht dissen oder so, aber sie fassen sich, also Plaste fässt sich. Es fühlt sich halt nicht so hochwertig an wie das andere. Wie mit dem Ball. Ah, hier ist mit dem gefederten. Aber auch, oh, das ist aber schwer. Das ist nur hier vorne so ein bisschen leicht gefedert. Und das geht schwer. Das war bei den anderen viel leichter. Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Und das stinkt auch irgendwie. Gummi und na, irgendwas anderes noch. Ein bisschen wie die E-Zigaretten, die Akkuträger, wenn die aus China kamen. Dann haben wir noch so ein einzelnes. Und hier dann nochmal so ein mit Nupsis. Und dann holen wir jetzt mal die Gun an sich raus. Oh, die fässt sich aber gut an. Also dafür, was die Dinger hier verbocken, macht die Massagegun wieder gut. Die hat hier. Also das ist auch Gummi wie bei den anderen, aber das fühlt sich anders an ein bisschen. Ich kann es schlecht beschreiben. Ein bisschen weicher. Ja, hier unten haben wir On und Off. Und halt, da ist der Strom. Und hier haben wir dann halt praktisch. Geht bis Stufe 20. Wir machen aber jetzt erstmal das Einfachste. Ach komm, den testen wir also gleich mit. Machen wir eh ein Video.
Ist ja Quatsch, so ein bisschen, für so ein bisschen da. Ich werde sowieso nur eins von den Dingern testen, weil die anderen machen mir immer alle Schmerzen. Ich mag die nicht so wirklich. Ich nehme mal das mit den Nupsis. So. Ist aber hart. Gleich mal Stufe 8. Das fühlt sich gut an eigentlich. Aber ein bisschen härter. Also es kommt mir jetzt hier vor, dass es ein bisschen härter ist als die anderen, die ich hatte. Machen wir noch ein bisschen höher. Machen wir mal volle Pulle hier. Gucken wir mal, was hier hergibt. Ich gehe jetzt auch nur mit Absicht auf die Muskelpartien lang. Die sind nämlich geschützt. Ich will sie jetzt nicht falsch anwenden oder so. Ich will einfach nur gucken. Ja, es fühlt sich aber, wenn ich hier so rüber gehe, anders an als bei den anderen. Es fühlt sich ein bisschen härter an. Mit dem Aufsatz. Ich nehme jetzt doch noch mal die Kugel. Oh. Ja, auch die fühlt sich härter an. Die fällt mir nicht. Die ganze Ding vibriert. Ich mach mal auf 11. Also muss ich sagen, der andere ist ein bisschen besser geschützt. Der Griff, der vibriert zwar auch mit, aber halt nicht so heftig. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Wenn es einen Einsteigerpreis hat, dann ist das okay. Wenn es so teuer ist wie das andere, was ich hatte, dann nicht. Das fühlt sich ein bisschen rau an, das Ding. Aber es ist okay. Es macht das, was es soll. Gucken, was das kostet. Also es macht genau das gleiche, was die andere auch macht. Aber entweder ist es jetzt, entweder fühle ich jetzt gerade falsch oder es gibt da wirklich Unterschiede halt. Also die Aufsätze haben sich jetzt ein bisschen rauer angefühlt als von dem anderen, was ich habe. Ich habe auch das Gefühl, dass die, aber ich habe die andere jetzt nicht hier, die ist oben bei meiner Frau. Und die andere ist bei meiner Mutter. Die wollte ich mal abklöppeln lassen. Ich habe das Gefühl, bei der flachen Oberfläche mit den Nupsis, da habe ich die Nupsis gut gemerkt. Also das, selbst da war das Gefühl so, das andere hat sich weicher angefühlt. Und hier der Ball jetzt auch, der war, hast du auch gemerkt, sowieso, als ein bisschen rau, was wenn du rüber gehst. Es hat gut vibriert jetzt auf einer unteren Stufe. Bei 20 tun dir irgendwann der Arm weh. Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Das ist bei der anderen nicht so extrem, dass das unten dann so extrem mit vibriert. Müssen wir mal kurz gucken. Das würde mich jetzt mal interessieren.
So, das machen wir mal. Ne, Amazon. Ja. Sage, Pistole. Hoppala. Ich gucke jetzt mal, was meine kostet, die ich habe. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen währenddessen. Okay, die kostet 119. 109, 119, 119. Gut, also zwischen 109 und 119. Und jetzt gucken wir, was die kostet. Also die muss wenigstens 20, 30 Euro mindestens weniger kosten. Also bevor ich sie jetzt suche. 59, 69 Euro, das ist okay. Wenn die teurer wäre, da ist die andere. Nee. So. Und nix. Die finde ich jetzt komischerweise gar nicht. Es kann nur sein, dass sie bei Amazon schon wieder rausgeflogen ist. Also ich suche jetzt mal die Marke nur, ohne Massagepistole. Kopfhörer finde ich hier. Lampe. Nee, das ist auch eine andere Marke. Warte mal, ich gucke nochmal, ob ich es jetzt richtig geschrieben habe. TROO. TROO. TR. TROO. S war das. ICS. Die findet da so, ja. Der spuckt mir auch Ergebnisse davon aus. Also sagt, dass er was findet. Aber das ist alles andere Firmen. Das ist alles was anderes. Das ist nicht jetzt die, die ich jetzt hier vor mir habe. Nee, also Amazon findet den, also sagt hier zwar, dass sie den Shop schon. Wenn man, TROO. TRO. T. TRO, TRO. Ja, TROTRONIC. Okay. TRO, na dann nochmal TRO. NICS. Lepro. Der findet hier alles Mögliche. Doch, hier habe ich sie gefunden. Was haben sie denn da? Filter.
besuchen Sie Sherry Tea Store. Aber das haben die doch gerade gesagt, das wird mit Tronic. Mal gucken wir mal hier. Ist doch wieder was ganz anderes. Ach doch. T-Filter, T2-Filter für Tautronic. Mit TAO. Aber nicht TA. Ist der bescheuert? So, machen wir hier. Nochmal Tro. Der macht mir aus Tro immer Tau. Tro, Tro nix. Ja, jetzt habe ich es richtig. Aber ich finde hier nichts. Also Trautronix, ja, aber Trotronix finde ich jetzt nicht. Ich suche jetzt mal bei Google. Da habe ich eine Webseite, Trotronix. Die haben Kopfhörer und so. Ich gucke jetzt mal bei Produkten allgemein. Also bei Amazon sind sie nicht mehr zu finden, so wie es jetzt aussieht. Lampe, Haushaltsgeräte, Küchengeräte, Kopfhörer, Elektronik, Baby, Outdoor, Haushaltsgeräte. Da haben wir Massagepistolen. So, da haben sie auch nur eine einzige. Die sieht aber anders aus als die, die ich hier vor mir habe. Bedienfeld ist oben immer noch mit Zahlen-Display, aber die Zahlen sind unten. Auch die Aufsätze sehen ein bisschen anders aus. Ne, jetzt sind genau die gleichen. Und für den Preis, das soll 110 Euro kosten. 10 Geschwindigkeit. Ja, wir haben 20 bei unser. Also bei der, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Nachfolger ist, ein anderes Modell oder was weiß ich. Die weiß ich auch nicht, ob die gut oder schlecht ist, kann ich euch nicht sagen. Aber die ich hier vor mir habe, für den Preis, was hier steht, also das ist ja das andere Modell, auf keinen Fall. 59, 69, na gut, 79 auch noch, würde auch noch gehen, aber auf keinen Fall über 100 Euro. Weil da habe ich von Bob und Brad, habe ich zwei vorgestellt vor einer ganzen Weile. Also damals einmal und dann habe ich das Nachfolgermodell gekriegt. Eins davon ist jetzt bei meiner Mutter, eins ist oben bei meiner Frau, also meins ist bei meiner Mutter. Und kriege aber auch wieder. Da sind die Köpfe ganz anders verarbeitet. Die fühlen sich viel wertiger an. Wenn ich damit über der Haut gehe, dieser Ball ist da wirklich wie so ein bisschen Schaumstoff, so ein bisschen, also ein bisschen härter und fühlt sich angenehm an. Hier ist es so ein bisschen wie leichtes Schmirgelpapier, was mit rüber geht. Diese luftgepolsterte ist bei Bob and Brad auch mehr gepolstert. Also da ist mehr, also diese Rillen an der Seite, also da wo es zusammenklappt, die klappen auch wirklich ein bisschen zusammen. Da ist halt nur oben. Das ist ein bisschen, also es macht das, was es soll. Es macht auch, es massiert auch. Man darf halt nicht zu hoch machen, sonst vibriert der Arm ihn weg. Aber für den Preis 110 Euro, nö. Da kann ich nicht empfehlen, für den Preis zu kaufen. Dann holt euch lieber die von Bob und Brad. Da, die fühlen sich viel wertiger an. Und das ist, ich krieg jetzt hier von Bob und Brad kein Geld dafür oder sowas in der Art oder so, falls ihr das denkt. Nee. Ich habe die damals nur zum Testen bekommen. Und das ist meine persönliche Meinung, dass die halt besser sind. Und dann muss ich das auch so sagen, dann lüge ich euch da auch nicht an. Die ist gut, aber nicht für den Preis. Für einen Einstieg für 59, 69, maximal 79, okay. Aber niemals über 100 Euro. Also für die ich hier bei mir habe, ich weiß auch nicht, hier steht auch keine Modellnummer drauf oder so.
Steht nur, doch, hier steht Massagegun Modell TT-PCA004. Also dafür, ich zeige euch mal den Aufkleber, da. Und hier haben wir noch einen irgendwo da unten. Ja, also keine über 100 Euro, also 110 Euro wollen sie haben, für die, die jetzt da ist. Die weiß ich nicht, wie die ist. Ich denke mal, das wird der Nachfolger von der sein, oder weil die machen ja immer zwei, drei verschiedene gleichzeitig, die meisten. Mit anderen Farben und anders aufgebaut und anderen Menü und was weiß ich. Bei anderen Geräten halt. Nee, kann ich nicht empfehlen. Also nicht für den Preis. Also was ich jetzt hier gesehen habe, für einen Einsteiger, okay, für das erste Mal kennenlernen, aber dann nicht in der Preiskategorie über 100 Euro. Auf keinen Fall, also bis maximal 79, aber mehr würde ich für das Ding nicht ausgeben. Wobei 79 schon hochgegriffen ist. 59, 69 Euro ist okay, aber ja, okay, 79 ist noch zu verschmerzen, wäre teuer, aber zu verschmerzen, aber niemals 110 Euro für das Ding. Nee, auf keinen Fall. Also das kann ich nicht empfehlen. Da verlinke ich euch mal in die Videobeschreibung die beiden Videos von Bob und Brad. Ich habe ja mehrere dazu gemacht, habe Unboxing Hardware gemacht. Verlinke ich euch mal oben von Bob und Brad. Ich habe gar keinen Bock, mich mit dem Ding großartig zu massieren. Also, weil durch die Reibung, das hat sich schon, also von dem Ball, hat sich nicht schön angefühlt. Es war okay, aber halt nicht so wie die anderen. Ich werde euch die mal in die Videobeschreibung packen, also in die Infobox. Da könnt ihr mal gucken, die von Bob und Brad. Da ist der Koffer auch ein bisschen kleiner und so. Habt ihr USB-Ladegerät und was weiß ich alles mit bei. Packe ich euch in die Infobox, guckt da mal rein. Die kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Die nutzen wir auch die ganze Zeit, also ich und meine Frau, beziehungsweise meine Große benutzt die auch. Ja, also für den Rücken und für den Fuß, wo sie jetzt mit dem Fahrrad umgefallen ist. Ist ja dann nämlich auf dem Oberschenkel oder teilweise Oberschenkel, Knie so ein bisschen Fahrrad drauf gedonnert. Dann hat sie immer im Oberschenkel, im oberen, also praktisch wenn das der Oberschenkel ist, hier so im oberen Bereich immer so Schmerzen gehabt und hat sie ein bisschen hart angefühlt. Und da hat sie sich die Massagepistole genommen, halt nicht volle Pulle. Und dann auf eine von den unteren Stufen und dann halt so kreisende Bewegungen immer wieder mal. Und das hat gut getan, hat sie gesagt, das hat sie nicht so geschmerzt, dann hat sie noch ein bisschen gekühlt und dann war das auch relativ schnell wieder weg. Ja, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt auch weg. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.